Das dritte Programm, welches ich Ihnen vorstellen möchte, ist Citavi. Wir beginnen auch hier wieder mit den technischen Details. Citavi umfasst zum einen eine lokale App für Windows-basierte Endgeräte. Im Vergleich dazu zu Tero Mendeley gab es auch für Mac und Linux. Des Weiteren steht Ihnen bei Citavi auch wieder eine Webcloud für die Teamarbeit und ein ortsunabhängiges Arbeiten zur Verfügung. Und Sie werden beim Schreiben unterstützt mit einem Add-in für Microsoft Word. Des Weiteren gibt es ein Browser-Plugin für die Übernahme Ihrer Rechercheergebnisse für verschiedene Webbrowser wie Firefox, Chrome und dem Internet Explorer. Und Sie finden auch hier eingeblendet den Link, wo Sie sämtliche Download-Komponenten finden. Im Unterschied zu Zotero und Mendeley handelt es sich bei Citavi nicht per se um ein Programm, was kostenfrei zu haben ist. Die Kostenfreiheit trifft nur auf die Edition Citavi Free zu, die Sie sich runterladen können und die alle Funktionen enthält, wie auch Citavi für Windows oder Citavi für Datenbankserver. Allerdings ist die Größe der einzelnen Projekte begrenzt auf 100 Referenzen, die Sie sich in ein Projekt laden können. Wenn Sie diese Projektgröße aufheben möchten, kommen Sie um die kostenpflichtige Version Citavi für Windows nicht drumherum. Die Kosten derzeit liegen für Studierende und Privatanwender bei 119 Euro. Das ist eine einmalige Summe, die Sie für die jeweils aktuelle Version von Citavi bezahlen. Derzeit ist die Version Citavi 6 auf dem Markt. Die Edition Citavi für Datenbankserver ist speziell für große Unternehmen und Organisationen gedacht, die ihre Referenzen auf dem eigenen PC-Netzwerk ablegen und nicht über die Citavi Cloud gehen. Auch für Citavi sehen Sie hier eine Art Voransicht. Citavi ist ein bisschen anders aufgebaut als Zotero und Mendeley. Ich befinde mich in dieser Ansicht schon in einem geöffneten Projekt. Deshalb sehe ich ganz links die Referenzen, die dort enthalten sind, erkenne auch anhand dieser kleinen Büroklammern, ob dort ein Volltext mit angehangen ist. Das mittlere Fenster enthält die Ansicht der Metadaten, also Verfasser, Titel und Quellenangabe, aber auch Tabs für Schlagwörter, für Abstract, für Wissenselemente und für Aufgaben, die ich speziell für dieses Projekt definiert habe. Das ganz rechte Fenster kann unter anderem die Ansicht des Volltextes anbieten, inklusive der einzelnen Editorfunktionen, mit denen ich Volltexte bearbeite. Auch für Citavi biete ich Ihnen abschließend noch eine Stärken- und Schwächenanalyse. Als Stärke für Citavi ist hervorzuheben, dass es halt nicht nur ein Modul für die Literaturverwaltung hat, sondern auch für das Wissensmanagement und für die Aufgabenorganisation. Dieses Modul für das Wissensmanagement umfasst in erster Linie eine hervorragende Auswertungsmöglichkeit Ihrer Volltexte. Schwach ist, dass Citavi derzeit nur unter dem Betriebssystem Windows läuft, auf Mac nur dann, wenn Sie eine Zusatzsoftware installieren, eine sogenannte Virtualisierungslösung. Und eine Version für Linux gibt es leider derzeit nicht. Die kostenfreie Basisversion, hatte ich vor uns schon kurz erwähnt, ist voll funktionstüchtig, hat aber den Nachteil, dass halt nur diese 100 Einträge in ein Projekt eingefügt werden können. Müssen Sie mit größeren Projekten arbeiten, kommen Sie um das kostenpflichtige Citavi für Windows bzw. Citavi für Datenbankserver nicht drumherum. Die programminterne Recherche in Katalogen und Datenbanken ist definitiv auch ein Pluspunkt. Sie können zum Beispiel direkt aus Citavi heraus auch im SLUB-Katalog recherchieren. Eine Anpassung von Zitierstilen ist mit Citavi gut möglich.
im Unterschied zu Zotero, wo die dortige Einarbeitung ziemlich schwierig ist, ist es bei Citavi relativ leicht möglich, Kleinigkeiten nochmal anzupassen. Das Add-in für Ihren Schreibprozess, was für Microsoft Word vorliegt, ist auch sehr ausgefeilt. Nachteilig sei hier jedoch erwähnt, dass ab der Version Citavi 6 das Schreiben auch nur noch mit Word unterstützt wird und leider mit keinem anderen Schreibeditor mehr, sowas wie der LibreOffice Writer oder so ein einfacher Texteditor unter Windows. Und auch eine Teamarbeit ist ab Citavi 6 sehr gut möglich.